Ah, oh, geil. Ah, ah, ja. Geiles Gefühl. Ah, geil. Willkommen zu einem neuen Unboxing. Dieses Mal haben wir einen Router am Start von TP-Link. Nur schwer zu erkennen, ne? Wir haben hier das Modell, hier rechts unten steht's, Archer VR 900V. Also das große, gute Modell haben wir am Start. Und wir packen heute mal in diesem Video das Ding hier einmal aus. Doch wie üblich schauen wir uns erstmal die Verpackung an, was wir hier ein bisschen haben. Wir haben als allererstes, fangen wir hier links unten an, natürlich einen Router, der für ADSL und VDSL ausgelegt ist für bis zu 100 Mbits. Dann haben wir da drin eine CPU mit zwei Kernen und 1 GHz-Takt, also ein relativ flottes Ding, schätzungsweise. Dann haben wir Beamformung, das bezieht sich hier auf die WLAN-Dinger, so wie ich gelesen habe. Dann haben wir WLAN von 1300 Mbit plus 600 Mbits. Die 1300 gehen über das 5 GHz, die 600 über das 2,4 GHz. Band, dann haben wir hier IP-Telefonie natürlich, DECT haben wir mit an Bord, USB 3.0 und IPTV in HD ist auch möglich. Das bedeutet, der Router ist, wie hier oben nett steht, für Telekom 1&1 und Vodafone und andere natürlich ausgelegt. Wir haben hier das Ganze mit einer App auch noch für Smartphones, also hier für Android und Apple können wir dementsprechend eine App runterladen und das Ding, so wie es ausschaut, auch als Telefon verwenden und vielleicht noch ein paar mehr Sachen dazu. Hier auf der Vorderseite haben wir hier den Router abgebildet. Das ist je nachdem, ob man es erkennen mag und ob es klappert oder nicht, so ein bisschen in Glanzdruck da drauf und hier ist es matt. Die Icons bzw. die Aufkleber hier genauso. Wir haben hier oben natürlich noch ein Siegel, dass das Ganze für IP-basierte Anschlüsse unterstützend ist. Ich glaube, andere gehen gar nicht so weit. Egal. Dann haben wir hier zur linken Seite ein bisschen Textkram. Da haben wir zum einen die Information, was es alles unterstützt. Jetzt muss ich es nachher nur noch scharf bekommen für euch. Nein, so mag es nicht. Naja, egal. Ich lese es euch kurz vor. Es ist eh so ein bisschen mies aufgedruckt auf dem Blau und Schwarz. Hier sind ein paar Schnittstellen dran, von wegen einmal RJ11-Port für DSL, dann viermal LAN, zweimal TAE-Ports und zwei RJ11-Ports für analoge Telefone, Faxgeräte und Anrufbeantworter, dann einmal USB 2.0, einmal 3.0, WLAN eben mit 5 GHz, 1300, 600, bla 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 bla. Und hier unten dann nochmal deinen Router. Zur rechten Seite machen wir das mal schnell. Haben wir hier eine einfache Installation. Also schließen Sie dahin Router, wie in der Schritt Schnellinstallationsanleitung beschrieben an. Konfigurieren Sie das Gerät mit Hilfe des Quick Setup Assistenten über Ihren Webbrowser und fertig. Cool. Dann hier haben wir noch in der Verpackung natürlich drin einmal den Router, einmal ein LAN-Kabel, also RJ45, dann einmal ein Telefonkabel von RJ11 auf RJ45, einmal ein TAE auf RJ45 Adapter und Schnellinstallationsanleitung sowie Netzteil. Okay, hier oben haben wir noch einen QR-Code, falls ihr den abscannen möchtet. Versuchen wir mal. Ja, versucht's. Euer Glück ist vorbei. Gut, dann haben wir hier zur Oberseite haben wir hier einmal das TP-Link-Logo und einmal 3 Jahre Garantie auf das gute Gerät. Von unten haben wir nur Text, bla bla. Kommen wir endlich zur Rückseite. Hier haben wir ein bisschen mehr drauf. Zum einen hier viel bla bla. Wenn ihr es in 4K anguckt, dann solltet ihr es theoretisch lesen können. Das könnt ihr euch jetzt nebenbei so noch durchlesen. Hier haben wir natürlich den Router. Den haben wir einmal per Funk angebunden an Smartphones, Tablets sowie Notebooks. Und natürlich hier DECT-Telefone. Dann haben wir hier über die Telefonbuchsen, Fax und analoge Telefone. Die Wolke ist natürlich das Internet. Und dann haben wir hier NAS, Smart TV, hier Spielekonsole und wahrscheinlich dementsprechend PCs. Die sind dann hier über LAN angebunden. Wir haben hier unten das ganze Ding einmal noch abgebildet. Hier haben wir USB 2.0 und 3.0. Das bedeutet wahrscheinlich hier, wie ich das schnell sehe, 3.0 ist einmal der hier und 2.0 müsste hier an der Seite sein. Naja, schauen wir mal nachher. Dann haben wir hier einmal die DSL-Zugangsleitung. Die ist hier mit einem RJ11 Stecker
angegeben, glaube ich, ja. Dann haben wir hier 4x Gigabit LAN. Und hier haben wir einmal WAN. Also WAN bedeutet ganz einfach, hier können wir nachher ein extra Modem anschließen, falls wir den hier nur als Router verwenden möchten und ein DSL-Modem separat dazu läuft. Dementsprechend auch gut, wenn man Glasfaser mal bekommt. Wir haben hier die Telefonanschlüsse, also hier zweimal analog, nochmal mit DAE-Stecker und hier einmal mit was auch immer von der Buchse, RJ11, schätzungsweise, so wie es ausschaut. Dann haben wir hier natürlich noch WLAN mit drin und deckt für bis zu 6 Telefone. So, das war's. Gucken wir mal, was drin steckt. So, ja, ich hab's richtig rum. Ups. Er will nicht raus. Jetzt. Bam. So. Gut, fangen wir hier erstmal an. Wir haben hier Strom. Das kommt mir schon direkt entgegen. Blop. Schauen wir hier mal drauf. Wir haben 12 Volt auf 3300 mA. Das ja, sorgt für ein bisschen Leistung. So, Tüte weg. Dann haben wir hier den kleinen Stecker noch. Hier ein Adapterstecker von TAE auf RJ45 mit 2 Pins hier drin für den Anschluss. Müsst ihr gucken, dass das passt. Dann haben wir hier den netten Router. Den packen wir gleich aus, wenn er rauskommt. So. Ja, hab nicht zu viel erwischt. Dann haben wir hier Papierkram. Yeah! Papierkram. Ja. Mir fliegt schon die Hälfte davon. Okay. Ist das klein, weg damit. Dann haben wir hier Verpackungsinhalt. Wir haben einmal den Router, einmal Spannungsadapter. Okay. Ethernet-Kabel, RJ11 auf RJ45-Kabel, TAE-Adapter und Schnellinstallationsanleitung. Gut, was haben wir hier? Anleitung zu den Telefonfunktionen. Das ist extra. Okay. Dann können wir das hier aufklappen. Das müsste vielleicht die Schnellinstallationsanleitung sein, wenn wir Glück haben. Blablabla. Ja, das ist es sogar. Schreibt den Scheiß an. Lass mal gucken. Auspacken, anstecken, Knöpfchen drücken. Einloggen geht. Okay, kriegen wir hin. Dann haben wir hier einmal General Public License Notice. Bleh. Und hier haben wir noch einmal Konformitätserklärung. Dann haben wir hier einmal das LAN-Kabel. Ja, schauen wir mal. Ist das LAN-Kabel, weil wir haben hier 8 Pins. Gigabit sollte sicher sein. Dann haben wir hier die WLAN-Antennchen. Müssen wir scheinbar extra anschrauben. Und das RJ45 auf RJ11-Kabel. Jawohl, das passt zu erkennen an den nur 4 Pins da drin. Ja, das war's eigentlich. Fertig ist es. Kommen wir zum Router. So, da haben wir das Modell. Ist noch hübsch in Folie eingepackt. Das Gerät packen wir jetzt erst einmal aus. War schon mal, glaube ich, offen. Bin nicht der Erste, der den anfassen darf. So, oh. So, da haben wir das gute Gerät. Wir haben hier einmal das teure Gerät, also den 900er. So wie es ausschaut, haben wir nämlich hier oben, pass mal auf, hier oben sind verschiedene Icons aufgemalt, garantiert sind hier LEDs dahinter versteckt. Zur Vorderseite haben wir hier nur ein TP-Link-Logo. Ich weiß gar nicht, ob das hier oben dann auch Touchscreen ist. Das gibt es ja an neuesten Modellen. Keine Ahnung. Von oben haben wir zumindest, wie wir sehen konnten, die Anschlüsse für die WLAN-Antennchen. Also hier kriegen wir auch externe Antennen dran. Zur linken Seite haben wir hier Knöpfe für DECT, Wi-Fi und WPS. Das sind echt Knöpfe. Zur rechten Seite haben wir hier den USB 2.0. Zur Unterseite haben wir nichts. Zur Rückseite, schauen wir die mal an, haben wir ja, nichts. Dann hier unten natürlich Telefonanschluss. Dann haben wir hier einmal den DSL-Anschluss, USB 3.0. Oh, hier ist ein Reset-Button. Dann eben hier 4x Gigabit LAN, beziehungsweise hier ist dann die WAN-Steckdose. Ist auch alles hier nett beschrieben. Ja, also hier ist LAN 4.
So wie es ausschaut, ja, habe ich recht. Dann Phone 1, Phone 2 für Normalfax, Anrufbeantworter und oh, ein echter An- und Ausschalter. Das mag ich, wenn man zumindest sowas dran hat. Und ich nicht immer nur die hässlichen Standby-Scheißgeräte da. So, schrauben wir am besten einfach mal hier die Antennen noch dran. So. Ploppen. Ich brauche nicht mal eine Bedienungsanleitung dafür. Ich weiß genau, wo sie hinkommen. Ich bin echt schlau. Ich sollte Berater für wie baue ich meinen DSL-Router auf werden. So. Hier haben wir also drei Antennen. Die sind, wie wir hier so erkennen können, 360 Grad wendbar. Und dann hier, wir haben hier tatsächlich bis zu 90 Grad neigbar. Und hier im 45 Grad Winkel auch neigbar. Das können wir mit allen drei Antennchen hier machen. Also in jede Richtung können wir dann dementsprechend abstrahlen. Sinnvoll wäre es natürlich, wenn wir hier die eine so lassen, dann die andere so und die andere hier so. Theoretisch. Praktisch müsst ihr selber ausprobieren, wie es bei euch läuft. Aber ansonsten sieht das Ganze nett aus. Wir haben hier auch ein TP-Link-Logo noch drauf gedruckt. Also an sich fühlt sich das Ding schon relativ geil an. Ja, deswegen werden wir jetzt hingehen, werden hier dieses nette Kabel hier verwenden. Und das stecken wir hier hinten irgendwo an. Mit dieser habe ich gesehen. So, diese hier so stecke in. Und dann werden wir hier noch ein bisschen Strom drauf geben und dann können wir den eigentlich schon benutzen. Und was ich hier gerade gesehen habe, das hier ja, ist ein bisschen ein Designfehler, habe ich glaube ich das leichte Gefühl, weil ich hatte den gerade hier hinten und das ist jetzt nicht so stabil. Egal. So, das ist zumindest jetzt ein Router. Wir schauen uns jetzt gleich noch das Web-Interface dazu an. Das heißt, ich werde das ganze Ding mal kurz anschließen und dann werden wir mal schauen, was uns dort noch erwartet. Denn zum Unboxing gehört natürlich auch hier so mal Webinterface, weil das wollen die meisten wahrscheinlich auch noch sehen. Das gehört ja auch dazu, weil man muss ja auch wissen, was das Ding innen drin beherrscht. Von außen sieht er hier schon mal nett aus, in weiß, ganz toll. Aber natürlich gehören auch die Funktionen, die in dem Gerät da drin stecken, dazu. Also schauen wir mal das Webinterface an. So, nachdem wir dann die Webseite aufrufen über die IP-Adresse des Routers, erscheint hier so ein nettes Ding. Hier können wir dann eben anwählen, bei welchem Anbieter man sind. Und ich sehe hier gerade, es sind auch relativ viele drin. Deshalb, es wird bei jedem etwas dabei sein. Es ist also nicht nur für Telekom oder Vodafone oder 1&1, sondern es gehen natürlich auch mehrere. Nachdem wir uns dann hier ein paar Mal weiter drücken, was ich jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet habe in diesem Unboxing, weil hier die Internetzugangsdaten möchte ich euch nicht direkt zeigen, sind ja meine, kommen wir hier dann in die Basiseinstellungen rein. Hier finden wir dann so Sachen wie IP-Adresse von extern, also welche wir im Internet haben, mit welcher IPv4 und IPv6 wir online sind, so wie nachher. Dementsprechend auch Informationen, wie schnell wir online sind. Das haben wir hier. Und was ich auch gesehen habe, so die ein paar Informationen, welche IP-Adresse der PC hat und die Drucker können wir dann anschauen, sowie Telefone. Und natürlich das WLAN. Wir können das Ganze auch vom Einstellen her des Anschlusses überspringen. Und ich habe jetzt hier noch nicht wirklich durchgeguckt, aber wir haben hier einige Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel können wir hier den WLAN-Namen ändern in den Basiseinstellungen sowie das Passwort. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, was hier ganz toll jetzt standardgemäß drin ist, das 5 GHz Netz vom 2,4 GHz Netz mit dem Namen trennen. Also hier, wie hier standardgemäß drin steht, ein 5G hinten dran tragen. Mögen Geräte wie Handys und Tablets und Notebooks einfach besser, wenn man das trennt. Dann kann man auch direkt eben immer auf das schnelle Netz gehen, wenn man es möchte. Und die schalten sich nicht automatisch hier auf 2,4 wieder um. Einen Gastzugang können wir legen. Also der ist automatisch scheinbar schon aktiviert, dass Gäste den Gast-WLAN-Zugang nutzen können und abgeschottet von unserem privaten Netzwerk sind. Voice over IP können wir Telefone sowie Telefonnummern hinzufügen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das muss ich dann noch machen.
Bei USB-Einstellungen können wir scheinbar, so wie es ausschaut, zum einen eine Berechtigung erteilen. Einen Print-Server haben wir mit drin. Das heißt, wir können auch direkt darüber den Drucker ansteuern lassen. Und was ich gerade sehe, ganz toll ist, man kann einen WLAN-Stick oder so einen USB-UMTS-Stick WLAN. Was ich ganz toll finde, was ich gerade sehe, wir können hier einen so USB-UMTS-Stick mit 4G oder 3G anstecken und hier den Provider auswählen. Das ist schon mal ganz cool, dass das direkt so unterstützt wird. Und wir können eine ungeliebte Kindersicherung aktivieren. Mal gucken, wie lange es geht, bis man die umgehen kann. Wir haben hier auch erweitert und jetzt sehe ich, oh ja, wir können hier noch einiges mehr anschauen und einstellen. Zum einen habe ich hier unten jetzt die Geschwindigkeit, wie schnell ich online bin. Und wir sehen hier, wie jämmerlich langsam ich unterwegs bin noch. Ist aber auch ganz gut. Wir sehen hier IPv4, das kann man anklicken. Ja, das IPv6, dann geht es hier bestimmt auch mit denen. Ja, funktioniert. Ist ja cool. Ist gesichert. Ist, glaube ich, scheinbar nicht gesichert. Keine Ahnung. Dann Betriebsart. Ah, hier können wir auswählen, wie wir online gehen möchten. Ob wir ein DSL-Modem nutzen möchten im Router oder ob es nur ein WLAN-Router sein soll. Ein Surfstick habe ich keinen. Hier auf dem Netz können wir hier die Zugangsdaten nachher wieder eingeben. IPTV, PPPoE können wir hier aktivieren, anschauen. Interface Group können wir angucken. DSL-Einstellungen, okay, da gehe ich jetzt nicht drauf, sonst sind da wahrscheinlich die Zugangsdaten wieder sichtbar. DNS können wir einstellen, IPsec, VPN. Wir können eine VPN gleich hinterlegen, das ist auch ganz nice, das hat auch nicht jeder. IPv6-Tunnel können wir aktivieren. Mal schauen, was wir noch bei WLAN haben. WPS-Einstellungen, Kanaleinstellungen bei WLAN. MAC-Adressen können wir hinterlegen, die nur online sein dürfen. Ein WLAN-Zeitplan. Okay, können wir hier festlegen, wann es an und aus sein soll. Statistiken. Ja, okay, Statistiken zeigt es noch nichts an. Ortungsintervall. Okay, dann können wir hier das Gastnetz aktivieren. Achso, hier muss ich das erst manuell aktivieren, sehe ich gerade, dass das läuft. Deswegen hat es da auch gerade den WLAN-Dinger dann als nicht gesichert. Dann haben wir hier auch natürlich deckt. Brauchen wir auf jeden Fall mit der PIN. Wir können hier auch einen Eco-Modus noch aktivieren. Dann TP-Phone ist hier Smartphones oder Tablets zum Voice-over-IP-Telefonate zu tätigen. Okay, dann brauchen wir hier auch wieder diese PIN. Und Voicemail. Oh, kein USB steht hier. Okay. Also man muss da mal noch einen USB-Stick anstecken für den Anrufbeantworter, sehe ich gerade. Also ohne geht es scheinbar gar nicht. Das ist schade. Dann NAT können wir hier festlegen. Das ist vor allem sehr wichtig für die Leute, die dann Portfreigabe machen, zum irgendwelche Server hosten. USB-Einstellungen. Ja, haben wir noch. Oh, haben wir noch genauere Einstellungen, zum Beispiel für FTP. Das Ding hat sogar ein FTP. Okay, auch cool. Er hat zwar keinen internen Speicher im Normalfall, aber zumindest hat er einen FTP-Server mit an Bord. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Wir haben auch die Möglichkeit über Internet, sehe ich gerade. Dann Print-Server haben wir natürlich, 4G-Einstellung, kommt da jetzt mehr? Ja, hier können wir das noch einstellen, okay. Dann eben wieder die Kindersicherung mit MAC-Adressenfilter, Datenratenkontrolle, so rum. Können wir wahrscheinlich dann auch die ganze Leitung begrenzen. Wenn wir zum Beispiel einen Volumentarif haben oder so, okay, brauche ich nicht. Sicherheit, IPs blacklisten bzw. Geräte blacklisten. Na, komm her, so. Okay, ihr seht ja hier, ich bin mit Telekom online. Und hier haben wir noch die Systemtools, wie zum Beispiel Uhrzeit setzen, Datum setzen, Sommerzeit können wir festlegen, wann die beginnt. Die Diagnose, mal gucken, was passiert. Teste der XDSL-Synchronisierung, Teste Warnverbindung, Network Connection, Diagnose abgeschlossen. Okay, alles bestanden, finde ich gut. Dann Firmware-Update, Upgrade. Okay, dann nicht.
macht er nicht automatisch. Müssen wir irgendwoher downloaden. Schade. Hier können wir das Ganze sichern. Auch nicht schlecht. Verwaltung. Neues Passwort. Fernwartung können wir hier direkt aktivieren. Lokale Verwaltung. ICMP-Ping. Okay. Können wir auch einen Ping erlauben übers Internet. Protokolle. Okay. CWMP-Einstellung. Das sagt mir jetzt gar nichts. Okay. Wir können hier die Möglichkeit erlauben, unserem Provider das Ding zu fernsteuern und dann einzustellen. Ist auch gar nicht schlecht. Dann haben wir hier noch SNMP-Einstellung. Das sagt mir jetzt echt gar nichts. Und zum Schluss noch die Statistiken. Die müsste ich aber erst aktivieren. Das machen wir jetzt ganz einfach mal. Und dann startet das Gerät neu. Okay, das müssen wir abwarten. Aber mehr sehen wir jetzt aktuell nicht. Das bedeutet, das Unboxing wäre jetzt damit beendet. Das erste Unboxing hier auf meinem neuen Kanal. Ich hoffe, es hat euch geholfen, gefallen. Wenn ja, Däumchen nach oben, Abo hinterlassen wäre ganz toll, weil ich habe noch nicht ganz so viele hier auf dem neuen Kanal. Wäre schön, wenn die von meinem alten Kanal hier auf den neuen dann dementsprechend wandern. Und bei Fragen ist natürlich die Videokommentarbox unten drunter natürlich da. Einen Link zu dem Modell habe ich auch in die Videobeschreibung gepackt. Also wenn ihr da das euch mal genauer anschauen möchtet, könnt ihr das liebend gerne tun. Bis dahin wünsche ich euch dann viel Spaß. Es wird noch dem nächsten Review von mir folgen. Das bedeutet, ihr könnt dann auch nochmal genauer euch die Infos holen, wie ich dann den Router finde. Bis dahin, haut rein.